Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein Video zu der wohl schlimmsten Elo in ganz Rainbow Six. Und warum mache ich das Video überhaupt? Es gibt sicherlich viele unter euch, die selber auf der Elo spielen und gerne höher kommen würden. Und die zweite Sache ist, ich möchte einfach mal zeigen, warum es denn eigentlich die schlimmste Elo ist, weil ich sie selbst einige Jahre gespielt habe. Doch erstmal kurz zur Erklärung, was ist die schlimmste Elo? Meiner Meinung nach ist das Gold 1 und Platin 3. Und ich werde im Video auch erklären, warum das so ist. Allgemein, warum ist es denn die schlimmste Elo? Ehrlich gesagt spiele ich 100 mal lieber auf Platin, also ich habe ja verschiedene Accounts, Platin 1, Platin 1, Platin 3, dann Gold 1 und auch von meinem Freund auf Gold 2 und mir ist es viel, viel lieber gegen Diamonds irgendwie 4-0 zu verlieren, anstatt gegen irgendwelche Goldplebs zu verlieren. Das bedeutet einfach, dass ich viel lieber irgendwas lerne und aus dem Spiel mitnehme. Wenn ich eine Runde verliere, dann möchte ich gerne wissen, warum ich die Runde verloren habe und das lerne ich normalerweise gegen Diamonds. Gegen Goldleute passiert es oft nicht. Doch kommen wir mal zu den verschiedenen Aspekten, die man eventuell beachten muss, wenn man über die schlimmste Elo geht. Ich denke, jeder von uns hat schon mal sowas mitbekommen. Allgemein ist die Teamkommunikation sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt wenig Leute, die viel callen und es gibt auch Leute, die gar nichts callen, weil sie keine Mikrofone haben. Manchmal ist es auch so, dass wenn Leute sterben, kein Call kommt, von wem sie getötet worden sind, von wo sie getötet worden sind oder sie werden extrem schnell toxic. Zum Beispiel haben wir ein ganz normales Beispiel, die Ashe rusht rein, stirbt direkt als erstes und regt sich auf, dass keiner hinterher springt. Das ist halt so eine Sache, dass mich richtig aufregt. Ich hatte letztens Rank auch so eine Situation, wo ich eigentlich hätte noch die Situation klatschen können, die aber ganz, ganz witzig Soundboard die ganze Zeit angemacht haben, weshalb ich dann erstmal komplett retarded gar nichts mehr gehört habe. Das war auf jeden Fall ziemlich ekelhaft, die Aktion. Mute den jetzt erstmal. Drone! Und so. Die Teamkombination ist auf jeden Fall ziemlich eingeschränkt. Man kann natürlich auch gute Mates haben, das ist auf keinen Fall auf alle Leute zuzuschreiben. Aber es gibt schon viele, die da gar nichts callen zum Beispiel. Was kann man dagegen tun? Natürlich, wenn Leute irgendwie Voice-Chat, Soundboard anhaben, kann man die ganz normal muten oder einen Chat ausmachen. Sich am besten überhaupt nicht provozieren lassen. Ich spiele meistens auch, indem ich den Chat komplett gemutet habe. Und spielt einfach euer Spiel. Ihr könnt natürlich auch mit Freunden spielen, solange die euch nicht auch triggern. Aber was so das größte Problem ist für Leute, die normalerweise eine höhere Elo spielen, ist, dass es eine sehr, sehr krasse Mischung ist, wenn man auf Gold 1 bzw. Platin 3 spielt. Es gibt viele gute Spieler, die normalerweise eine höhere Elo spielen, aber irgendwie nicht hochkommen, weil zum Beispiel kriegen zu wenig Elo oder kriegen halt nur Retard-Mates. Und deswegen kann es sein, dass manchmal sehr, sehr gute Spieler auf Gold oder Platin 3 spielen und auch Leute, die nicht so gut spielen. Die gerade zum Beispiel von Gold 3 aufgestiegen sind, weil sie noch viel Elo bekommen haben von der Season auf Gold 1. Und die meisten kennen da keine Taktiken oder keine Strats, weil sie einfach keine Erfahrung haben. Und das ist ja auch erstmal okay, sie müssen lernen, auf der Elo zu spielen. Aber es gibt halt Leute, die dann einfach komplett retarded sich irgendwo hinlegen oder rumlaufen, die man niemals erwarten würde. Wo man so denkt, warum liegt da einer? Warum? Und das ist, glaube ich, ein Effekt, den viele auch schon mal gemacht haben. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo dann gute Spieler nicht drauf klarkommen, weil man einfach nicht an sowas denkt. Aber natürlich kann man dagegen auch was machen, denn man kann erstens gut drohen, weil vom Aiming her sind die Leute, die auf dem niedrigeren Elo spielen, auf jeden Fall schlechter als die auf dem höheren Elo. Deswegen, wenn ihr gut droht, könnt ihr die auf jeden Fall rausnehmen. Wer komplett safe gehen möchte, spielt halt Shield Operator und man spielt höchstmöglichst Full Team. Das ist sehr, sehr schwierig, weil man nicht auf Zeit findet, mit allen Leuten zu spielen. Aber wenn ihr mal Mates sucht für Teamspeak oder so, aber wenn ihr zum Beispiel mal Mates sucht für Rainbow Six, weil, keine Ahnung, ihr seid vielleicht Silber 1 oder Gold 2 oder höher, dann könnt ihr gerne mal auf dem TS bei mir abchecken. Da gibt es immer wieder Leute, die Rainbow spielen. Könnt ihr euch einen Rainbow-Rang im Teamspeak abholen und dann einfach spielen. Da findet man eigentlich immer Leute, die mit einem Rainbow spielen. Also wer Lust hat, kann da mal gerne vorbeischauen. Und nun zum dritten Punkt, der Tryhard. Also Gold 1, Platt 3 ist absolut der Tryhard. Es werden die verschiedensten Strats gespielt. Es wird die ganze Zeit gedroht und an sich sind Strats ja kein Problem. Meine Pro-League-Strats oder auch normale Rank-Strats. Aber manche Leute übertreiben es echt ein bisschen mit dem Geschwitze. Und was auch wichtig ist, trotzdem, dass es mega verschwitzt ist, muss man sagen, sind die Platin- und Diamond-Spieler trotzdem besser. Die Sache ist aber, wenn man Platin oder Diamond spielt, dann ist es meistens so, dass nicht so ein krasses Tryharden ist. Zumindest habe ich das so mitbekommen in den letzten Monaten, dass auf Diamond und Platin Elo einfach ein bisschen gechillter gespielt wird. Und dass da nicht solche Leute dabei sind, die die ganze Zeit komplett toxic sind oder absolut reinschwitzen. Natürlich gibt es sowas auch. Aber da ist es auf der Elo schon ein bisschen seltener, muss ich sagen. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal gerne eure Meinung zu der Gold-Elo oder beziehungsweise Platin 3
3 Elo reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, besonders dieser Spielweise, dass sie so retarded spielen, dass man dann selber nicht drauf herkommt, ob ihr das auch schon mal hattet. Könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao!